Hallo und willkommen auf meinem Kanal Lil Design. Heute geht's mal darum, wie kann man in das Programm Bilder hineinladen. Denn es geht nicht nur per Drag and Drop. Bevor es losgeht, möchte ich mich beim Peter nochmal bedanken für den Hinweis. Er hat nämlich festgestellt, dass man die Templates, die man hier in dem Programm laden kann, leider nicht als Photoshop-Datei speichern kann, nachdem man sie umgeändert hat. Vielen, vielen Dank, dass das ja aufgefallen ist. Mir ist es leider nicht aufgefallen, weil ich muss ehrlich sagen, ich nutze für meine Projekte, die ich mache, nutze ich natürlich Photoshop. Ich möchte euch nur dieses Programm, diejenigen, die sich Photoshop nicht leisten können, euch möchte ich das Programm natürlich nahebringen, weil es zu, sag ich mal, zu 90% genauso funktioniert, wie es Photoshop auch tut. Ich habe ja nochmal ein Template geladen und wenn ihr das jetzt umgeändert habt, dann geht ihr auf Datei und ihr seht hier Speichern als Photoshop-Datei ist ausgegraut. Das heißt, ihr könnt es gar nicht anklicken. Das heißt, wir müssen hier einen anderen Weg gehen. Wir haben dieses ganze Projekt, was jetzt hier umgestaltet wurde. Gehen wir einmal auf Bild, Bildgröße. Und hier seht ihr die Breite, die Höhe und die DPI-Anzahl. Das merkt ihr euch einfach. Dann geht ihr auf OK. Dann geht ihr auf Datei neu, stellt euch dementsprechend diese Größen ein, die ihr jetzt euch gemerkt habt. Hier passt es zufällig, dass es genau die gleiche Größe ist. Einmal erstellen. Den Hintergrund, den ihr einstellt, spielt keine Rolle. Dann geht ihr in dieses Template-Projekt wieder rein, markiert euch alle Ebenen und nehmt euch die mit der linken Maus die Ebenen, greift die euch und schiebt die einfach in euer Projekt hinein. Einfach loslassen hier oben und ihr seht, hier ist eure Ebene, die ihr gerade erstellt habt und hier ist euer Programm drin. Und wenn ihr das alles umgeändert habt, beziehungsweise vorher schon umgeändert habt, geht ihr auf Datei und jetzt könnt ihr das als Photoshop-Datei speichern. Ist ein bisschen umständlich. Das ist nämlich in Photoshop leider nicht so. Photoshop selber bietet solche Templates in dem Programm selber nicht an. Da gibt es bei Adobe Seiten, wo man da drauf gehen kann, beziehungsweise im Adobe Store, wenn man diese ganzen Webseiten da von Adobe kennt, die bieten die Stores an oder die Stores bieten diese Templates an. Man kann die sich so runterladen. Man hat die im Endeffekt nicht in dem Programm, sondern in seinen eigenen Ordnern drin und man kann die da hier reinladen in Photoshop und deswegen ist mir das leider nicht aufgefallen. Ich bitte um Verzeihung und bedanke mich beim Peter nochmal ganz, ganz, ganz herzlich. So, jetzt geht's aber los. Wie kann man Bilder in das Programm hineinladen? Ihr habt natürlich die Möglichkeit, per Drag and Drop das reinzuladen, wie wir es immer gemacht haben. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier vom Computer öffnen, beziehungsweise Datei öffnen. Dann geht natürlich euer Ordner auf, wo eure ganzen Bilder drin sind, beziehungsweise ihr müsst dann suchen, wo ihr drin, welche Ordner ihr haben wollt und klickt dann auf Öffnen. Ihr habt auch die Möglichkeit, einmal, wenn ihr hier auf Öffnen mehr geht, hier steht From Storage. Wenn ihr da draufklickt, da gibt es diese Möglichkeiten, This Device, Google Drive und Dropbox. Ich habe zum Beispiel Google Drive, wo ich zum Beispiel Projekte oder die ich mit irgendwelchen anderen Usern teilen möchte, beziehungsweise lade ich da teilweise Sachen hoch, die irgendjemand anders dann dort runterladen kann, weil es relativ einfach ist, bevor er mir irgendwie ein USB-Stick mir schickt oder vorbeibringt. Das kann teilweise Tage dauern. Da lade ich meine Projekte dort hoch. Die kann er dort bequem runterladen. Deswegen nutze ich Google Drive. Einmal auf Google Drive funktioniert mit den anderen Sachen natürlich genauso. Einmal Google Drive draufklicken. Dann müsst ihr euch hier anmelden. Wer das nicht will, kann das natürlich halt nicht nutzen.
Der muss dann den altbewährten Weg gehen, das von Google Drive runterladen in seinen Ordner und von seinem Ordner in das Programm laden. Das geht hier schneller. Ich melde mich da leider auch nie drauf an, weil man weiß nie, wo die Daten da landen. Also da bin ich auch ein bisschen vorsichtig. Man muss immer gucken, dass man seine Daten nicht überall auf jeder Seite teilt. Das muss man nicht haben. So viel zur Sicherheit. Aber das ist jedem selbst überlassen, wie man das machen möchte. Dann haben wir hier einmal Google Drive von URL öffnen. Das ist ein ganz interessantes Tool, finde ich, weil wir können unseren Browser jetzt zum Beispiel aufmachen. Ich habe jetzt einen Google Chrome auf, gehe auf Bildersuche, suche mir irgendein Bild, gebe natürlich hier oben ein, was ich für ein Bild suche. Ich weise bitte nochmal darauf hin, nutzt bitte Bilder, die frei zur Verfügung stehen, nicht das urheberrechtliche Probleme dann hinterher entstehen für euch. Das kann sehr, sehr teuer werden. Das kann manchmal Wochen dauern, bevor das irgendjemand entdeckt. Deswegen kann teuer werden. Ich werde in einem Video werde ich euch auch nochmal zeigen, wie man Wasserzeichen in Bildern entdecken kann, die man eigentlich so im Endeffekt gar nicht sehen kann. Ihr könnt einmal hier auf das Bild einen Rechtsklick drauf machen und Bild kopieren anklicken. Jetzt klickt ihr hier in die Dropbox rein und dann STRG und V. Jetzt macht er mir hier irgendwie einen Strich durch Rechnung. Und jetzt geht dieses Bild natürlich hier auf. Wenn ihr auf Bild und Bildgröße geht, seht ihr, wie groß das Bild eigentlich ist. Wenn ihr dieses Bild jetzt natürlich irgendwo auf einem Projekt von euch in so einem kleinen Format drauf haben wollt, reicht diese Größe natürlich aus. Aber wenn ihr dieses Bild normal nutzen wollt, dann müsst ihr hier, es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren. Wir klicken einfach mal Rechtsklick, Bildadresse. Über den Microsoft-Browser steht es, glaube ich, Bildlink kopieren, wie es bei Firefox und Opera und den anderen Browsern heißt, weiß ich leider nicht, aber ich denke mal, wird eventuell so ähnlich heißen. Einmal da anklicken und jetzt können wir hier reinklicken und einfügen. Einmal OK und wir sehen, das Bild hat sich nicht größentechnisch irgendwie verändert, weil diese kleinen Bilder hier bei Google sind so eine genannten Vorschaubilder, die sind leider nicht größer. Wenn ich jetzt dieses Bild anklicke und hier auf das Bild gehe, seht ihr hier unten links in der Ecke, wie groß dieses Bild eigentlich ist. Jetzt kann ich hier zum Beispiel draufgehen, Rechtsklick, Bildadresse kopieren. Noch einmal Datei öffnen, mehr von URL öffnen, einfügen, auf OK und jetzt sehen wir, dass das dementsprechend größer ist. Wenn wir da hier auf Bildgröße gehen, sehen wir 650 x 434 und das entspricht genau die Größe, die auch hier in dem Bild ist. Ja, also das wäre dann die Originalgröße. So kann man auch Bilder hier hineinfügen. Man kann es nicht, also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich müsste jetzt gucken, ob es funktioniert, glaube ich aber nicht, indem ich jetzt hier dieses Bild einfach anklicke und rüberziehe. Oh, das sieht aus, als wenn das auch funktioniert. Ah, jetzt dauert es natürlich eine kleine Weile. Jetzt ist er ein bisschen am Arbeiten. Aber so wie es aussieht, scheint das auch zu funktionieren. Das ist natürlich jetzt hier ein PNG, was ich jetzt hier reingeladen habe. Ja, das dauert natürlich jetzt sehr, sehr lange. Das ist nicht das, was ich hier wollte. Und Google Chrome gibt mir auch keine Antwort mehr.
Und hier gibt mir auch keiner eine Antwort mehr. Deswegen werde ich das mal komplett schließen. Hier ist irgendwie etwas faul. Ich werde das mal neu starten. Ja, das ist jetzt komplett weggegangen. Da starten wir das Programm nochmal neu. Und werden hier nochmal unseren Browser aufmachen. Das dauert natürlich jetzt eine Weile. Haben wir das wieder und ich gucke mal. Das ist ein relativ großes Bild, habe ich gesehen. Wahrscheinlich lag es daran. Wir gucken mal. Vielleicht ist das kleiner, das ist kleiner. Vielleicht funktioniert das da hier. Und wir gucken mal, ob es klappt diesmal. Einmal hier rüberziehen. Scheint auch zu funktionieren. Also so könnt ihr es natürlich auch machen. Das ist die Größe 600x600 gewesen. Gucken wir uns das Bild mal an. Die Bildgröße 600x600. Also es funktioniert auch, indem ihr einfach im Browser das Bild anklickt und hier in euer Programm rüberzieht. Da müsst ihr das euch nicht erst in euer Programm oder beziehungsweise in euren Ordner laden und dann aus eurem Ordner wieder da reinladen. Also es funktioniert auch so rum. Es gibt auch die Möglichkeit, öffnen mehr von Foto aufnehmen. Das heißt, wenn ihr eine Webkamera an eurem Rechner dran habt, dann könnt ihr natürlich auch über diese Kamera aufnehmen. Das funktioniert jetzt momentan bei mir nicht, weil das Programm, mit dem ich hier jetzt gerade aufzeichne, verhindert, dass das Programm hier diese Kamera verwenden kann. Ich kann nämlich mal draufklicken, da werdet ihr ganz kurz sehen, wie so ein Fenster aufgeht mit oben ein paar Reitern drauf. Hier ein neues Projekt, Kamera, und dieses Programm verhindert leider den Zugriff jetzt auf die Kamera, weil das Programm, mit dem ich aufnehme, momentan Zugriff auf die Kamera hat. Ich weiß es nicht, normalerweise nimmt das Programm nicht mit der Kamera auf, sondern es nimmt den Desktop auf. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe schon in den Einstellungen reingeschaut, warum er mir den Zugriff verweigert. Ich habe es leider noch nicht rausgefunden. Vielleicht kann ich das irgendwann mal beheben, dieses Problem. Also das sind die Möglichkeiten, die ihr praktisch habt, um irgendwelche Bilder oder Projekte in euren mal in euer Programm zu laden. Photoshop Dateivorlagen hat man letztens gehabt. Das sind die Templates. Foto aufnehmen mit der Kamera von eurem Browser, von der URL öffnen und von euren Google Drive oder Dropbox oder sonst irgendetwas. Das sind die Möglichkeiten, um hier Bilder reinzuladen und um diese dann zu bearbeiten. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und sage Winke, Winke, euer Frank.